Nee, ihr bleibt mal bitte alle hier. Alle hier bleiben. Freundlich bitte und so. Habe ich jetzt alles dabei, ja? Jawollo! Und ab nach Hause. Nachdem sie alle vor Hunger tot umgefallen sind. Okay. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass wir noch keine Freunde sind. Booms. Du hast das Braundorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Dein Stamm ist der Alleinherrscher. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Und diese Gestik, die ich gerade mache, die müsste man eigentlich mit der Webcam filmen, weil sie einfach, ich hasse dieses Wort, aber episch ist. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designer, wo du dein Rathaus und deine ersten Fahrzeuge erstellen. Oh Gott. Oh Gott. Was sagt uns das? 10 Stunden Designer. Yippie-yay-yay. Ich will aber gar nicht zu viel aufnehmen jetzt. Ich werde jetzt noch 10 Minuten machen. Oh, das ist aber nett. Die schenken uns permanent was, glaube ich. So, ihr alle. Ihr könnt jetzt essen, bis ihr schwarz werdet. Das ist mir so egal. Ich bin nämlich ready for civilization. Ja, und ich habe voll viel Futter. Ich bin cool. Oh, jetzt stellen sich wieder alle an. Warte, das will ich sehen, das will ich sehen. Das ist so toll. Fressen, fressen. Diese Tischmanier. Und überall hört man Schmatzen, das ist so cool. Ja, finde, wir haben uns hier ganz gut geschlagen. Und sobald wir das Geschenk hier entgegengenommen haben. Häuptling hat Hunger. Ich nix gut finde den Häuptling Hunger. Häuptling muss essen. So, Geschenk haben wir. Dann würde ich sagen, auf in die Zivilisationsphase. Deine Stammestaktik hat deine frühe kulturelle Ausrichtung geprägt. Oh, diese bestimmt den Kurs der Spezialisierung und der technischen Entwicklung deiner Nation. Während deine Nation wächst, entwickeln deine Bürger einzigartige Werkzeuge, die dir helfen, dir deine Welt untertan zu machen. Setze sie weise ein. Wenn das mal nicht eindeutig ist, wa? Oh. Oh Mann. Ich will hier gucken. Wir haben ja angefangen. Oh, nee, wir haben... Oh, viel weiter vor... Oh, oh, das hat aber ein bisschen gedauert. Also, da haben wir irgendjemanden angegriffen, würde ich sagen. Dann haben wir den ersten Stamm ausgerottet. Den zweiten Stamm ausgerottet. Hier gab's dann das neue Outfit. Wow. Mit neuer Färbung. Das Lavendeldorf haben wir gerade gemacht. Heilstäbe. Ach, ein paar sind gestorben. Ach, ist doch nicht viel. Und wir sind natürlich freundlich. Freundliche Stämme haben die Bedeutung von Zusammenarbeit erkannt. Sie schließen Bündnisse, teilen ihre Rohstoffe und kommen gemeinsam mit anderen Stämmen zu Wohlstand. Nicht. Was hätte es noch gegeben? Arbeitsam. Arbeitsame Stämme sind sprunghaft und greifen je nach Bedarf an oder schließen Bündnisse. Sie sind gute Verbündete, aber Vorsicht. Das wäre mir lieber gewesen. Das wäre genau das Mittelding gewesen. Jetzt müssen wir, ich weiß nicht, ob wir müssen, aber jetzt, wäre es natürlich, sieht so aus, als ob wir die alle platt machen müssen. Aggressive Stämme wollen die Konkurrenz auslöschen. Sie greifen rücksichtslos an und horten alle Rohstoffe für sich selbst.
Ja, das ist so relativ richtig. Aber ganz ehrlich, uns ist doch nichts anderes übrig geblieben. Mit den Braunen wollten wir uns verbünden, haben wir gemacht. Die Pinken haben uns sofort angegriffen. Die Lilanen zum Schluss sind unser Erzfeind geworden. Die Orangenen sind auch, was weiß ich, nee, die waren unser Erzfeind. Auf jeden Fall haben die uns auch sofort angegriffen. Da konnten wir ja überhaupt nichts machen mit Diplomatie, ne? Von wegen. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann vor allen anderen die Entwicklung vom einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. Was ist denn das? Rathaus. Ich soll jetzt hier echt ein Rathaus bauen? Du Scheiße. 50.000 haben wir. Was gibt's denn hier alles? Oh, Dächer und... Ach, du Scheiße. Ach, herrje. Oha. Macht das irgendwas? Das macht gar nichts. Das ist einfach nur da. Ach, herrje. Na, da haben wir ja jetzt was zu tun, Leute. Das ist ja jetzt ein Dekotoaster. Ja, ich nehme den Dekotoaster. Einmal in die Mitte, bitte. Nein. So? Nee, den will ich nicht. Ich möchte einen Bauklotz. Oh Gott, das wird jetzt... Also Jahre wird das jetzt dauern. Ein Rathaus. Ich baue jetzt ein Rathaus, was ich kenne. Baue ich jetzt nach. Wie breit kann ich denn das machen? Whip. Das ist das Maximum. Dann mache ich das mal so. Noch ein Bauklotz. Oben rauf. Aber nein, mit Türmchen. Irgendwas mit Türmchen. Oder sowas? Nee, sowas da. Sowas ist cooler. So, und dann machen wir hier oben noch sowas rauf. Bisschen so. Ich versuche jetzt ein bisschen ein klassisches Rathaus zu bauen. Und wer es erkennt, wer das... Oh. Naja, warum nicht, ne? Platz haben wir ja. Wer das Rathaus dann erkennt, der kriegt einen Cola-Keks von mir. Den werde ich hier erwähnen, falls es euch irgendwas wert ist. Keine Ahnung. Mir wäre es ja relativ. Ich kann auch gerne jedes Let's Play jemanden erwähnen, wenn ihr das möchtet. Ich weiß immer nicht viel, was der Sinn hinter so Sachen ist. Gerade wenn ich jetzt so eine. Also wenn ich jetzt total berühmt wäre oder so, dann okay, aber. So. Ja, ich finde, das ist okay. Ich weiß nicht mal, wie das Rathaus genau aussieht, was ich bauen will. Nur so ungefähr. Obwohl ich da fast jeden Tag. Nee, ich will nichts verraten. Ein Türmchen. Ein so und so und so. Ja. Sowas ist ganz cool. Das muss dann nur noch passen. Und ein bisschen größer. Nee. Nee. So. Und so. Bisschen anpassen hier. So. So sieht das. Ja, so ist schnuckelig. Ist doch hübsch, oder? Also ich finde das hübsch. Ich finde das ganz toll. Regierungsgebäudedach. Könnte man hier noch auftun? Nee, ich lasse es erstmal weg. Ich will erstmal so ein bisschen Deko machen. Ein paar Türen und sowas. Ein paar Türen. Was haben wir denn für Türen? Doppeltier, Sozialkunde, Doppeldeko, Spitzbogen. Passt denn da rein? Sowas? Das kommt weg. Jo, passt doch. Ist doch hübsch.
diese Husterei. So, hätten wir das? Eine Druckschleuse. Genau das ist es. Nein. Nein, nein, ich möchte dieses Rathaus bauen. Gibt es denn hier so ein bisschen Schmuck? So uhrentechnisch? Gibt es sowas? Hier nicht so? Reichstag. Karussell, Krachdach. Ich suche gerade eine Uhr oder so. Natürlich können wir uns auch so einen Sensor hier raufsetzen. Was auch immer der tut, aber ich bin dann eher für sowas hier. Das ist irgendwie cooler. Klein Johnny. Bruder Tucker. Nee, nee, will ich alles nicht. Ich hätte gerne eine Uhr gehabt da oben. Aber ich mache einfach einen Ersatz rein und mache so ein Fenster rein und sag, das ist jetzt eine Uhr. Das ist deine Uhr. Nehmt es hin. Ob ihr wollt oder nicht. Ich möchte jetzt hier, ja, machen wir auch so klass oder sowas. Das passt dann irgendwie nicht mehr so dazu. Ich mache hier so ein ganz klassisches. Das wird nicht immer so bleiben. Ich mache auch verschiedene Gebäude, keine Sorge. Aber, erste Mal, nehme ich so eins und so eins und so eins und so eins. Bisschen größer. Ja, das ist okay. Sieht zwar aus wie eine schlechte Schule. Aber vielleicht wisst ihr ja, welches Gebäude es sein soll. Ich weiß nicht, ob man es anmalen kann. Dann male ich es in der entsprechenden Farbe und dann solltet ihr es eigentlich wissen. Hier an die Seite. Was kann man denn da so machen? Was ist denn das? Konnektoren. Okay, ich weiche kurz von dem ab, was ich eigentlich bauen wollte. Eine Loggia Fluggastbrücke. Machen wir uns einen kleinen Hubschrauberlandeplatz hier auf der Rückseite. Hier so. Njop. Ja. Hubschrauberlandeplatz, logisch. Gehört dazu zu einem Rathaus. Muss man haben. Dann auch so einen kleinen Balkon oder so. Türen brauchen wir jetzt nicht. Fenster. Und ich werde schon wieder heiser. Das ist der Hubschrauberlandeplatz und da, wenn da ein Hubschrauber landet, der da nicht landen soll, dann kommt da ein Laser raus und macht Boom und dann ist alles kaputt. Okay, dann. Ach je. Ach, guck mal, da ist so ein Balkönchen. Sowas habe ich gesucht. Was ist denn das hier? Whatever. Ich will es gar nicht wissen. Ich wollte hier so ein kleines Balkönchen ransetzen. Irgendwo. Nach hinten raus. Nach hinten raus ist schöner. Das ist bestimmt auch erstaunlich ruhig und erholsam, wenn man da so einen kleinen Hubschrauberlandeplatz hat. Dann ist das natürlich ideal. Also idealer geht's ja dann nicht mehr. Oh, das wollte ich nicht. Das kommt ein bisschen breiter. Das kommt auch ein bisschen breiter. Da ist noch mehr an Rand. So. Und in die Mitte noch ein kleines Fensterchen. So eins. Ein großes bitte. Ein großes bitte. Sieht kacke aus. Zwei kleine bitte. Jo. Und so. Sieht jetzt noch mehr aus wie eine schlechte Schule. Ich weiß auch, dass das Haus, was ich jetzt hier nachbauen wollte, nicht so aussieht wie das hier, was ich gerade hier hinten ran baue. Aber so ungefähr. Ich male es gleich noch an, dann wisst ihr es. Wisst ihr, was ich meinte. Okay. Ein Karussell, ein Krachdach, ein Tippi. So ein paar Fähnchen oder so.
Ich mache jetzt hier gar nicht groß Firlefanz. Ich meine, wir haben sowieso fast unendlich Blöcke hier. Wir könnten uns hier so ein extremes Hochhaus bauen oder so, aber habe ich gar nicht das Bedürfnis zu gerade. Ein Sheerwood-Banner. Ach, das hat doch irgendwie was. Nicht. Ja, sehr toll. Zack. Und zack. Aber dann möchte ich das natürlich jetzt drehen. Und zwar nicht neigen, sondern nur drehen. Das ist gar nicht so einfach. Wow! Jetzt habe ich gerade mein Rathaus versetzt. Ja, die Luma, die hat's drauf. Die kann mit einem Mausklick ganze Gebäude versetzen. Ihr könnt das nicht. Okay, und ein Fähnchen für oben. Pff, was habe ich jetzt gemacht? Das war nicht meine Absicht. Ist das so richtig? Ja. Und ein Fähnchen für oben. Tschuck. Jo, das ist doch schnuckelig. Ja, und ich wollte folgendes Haus damit nach. Oh. Nö. Oh Mann, was man hier alles machen kann. Was man hier alles machen kann. Oh, das ist so cool. Bienenstockdach. Eine Markise. Tudüt. Passt überhaupt nicht da dran. Auf, an die Fenster. Auf, wie schnuckelig. Oh, wie toll. Nein. Oder? Oder? Mache ich das? Nein. Nein, nein, ich male es an. Und werde dann das Ganze ein bisschen pinseln. Und zwar wieder individuell. Und zwar mit einem Muster. Wo haben wir das entsprechende Muster? Das könnte ganz gut hinhauen. Gibt ja auch nur 5 Seiten, also ich habe ja nicht hier viel durchzugucken. Das ist nur eine andere Farbe, so wie es aussieht. Haben wir hier noch sowas, was ich suche? Nee, das ist nicht. Putzig sieht. Cool sieht es aus. Ah, ich habe Spaß. Das klang gerade schon wieder, als würde ich nuscheln. Das tut mir leid, das war wieder nicht so gewollt. Das war nur, weil ich wieder meine Hand vor den Mund gehalten habe. Beziehungsweise so das Kinn aufgestützt habe, so auf dem Schreibtisch. Und dann gucke ich immer so und dann nuschel ich immer so ins Mikrofon. Das klingt immer ganz komisch. Und hier gibt es kein anständiges Rot. Aber ich glaube, das trifft es am ehesten noch, wenn es fast schon pink ist. Was ich überhaupt nicht mag. Stellt euch vor, es wäre rot. Fenster und Türen. Ach, cool. Ach, cool. Das passt am ehesten, glaube ich. Jo, und die Details. Ach, cool. Kann man das richtig. Ah, das ist ja richtig vielfältig hier. Das sieht irgendwie nach Augenkrebs aus. Ich glaube, das passt. Ich gucke nochmal die anderen durch. Nee. Das vielleicht. Ach ja, das ist okay. Das nenne ich jetzt das, das Rathaus heißt. Überraschung, dass ich meine, wir sind auf dem Planeten Erde mit Luma Lumarus und haben hier gebaut, das Raute Rathaus. Das Raute Rathaus. Das ist doch super, 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 super bar. Das war eine Mischung aus super und wunderbar. Das Raute Rathaus. Bauen wir das Raute Rathaus. Steht nur im einzig wahren Berlin. Tada!
Bezeichnung, einfach Knorke. Fertig. Du trittst jetzt in die Zivilisationsphase ein.